Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Hotte-Redaktion. Der Bundesrat hat eine Reihe wichtiger Gesetze zugestimmt. Gegen die Stimmen der SPD-geführten Länder billigte der Bundesrat die Neuregelung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung. Danach wird der Zivildienst vom 1. Januar nächsten Jahres an auf 20 Monate verlängert. Antragsteller müssen sich einem schriftlichen Anerkennungsverfahren unterziehen. Der Bremer Bürgermeister Koschnick, SPD, kündigte gegen die neue Regelung Klage beim Bundesverfassungsgericht an. Die Länderkammer stimmte auch einem Gesetz zu, mit dem Härtefälle beim Versorgungsausgleich nach Ehescheidungen vermieden werden sollen. Künftig soll es nicht mehr möglich sein, dass ein Ehepartner einen Teil seiner Rentenanwartschaften nach der Scheidung verlieren kann, ohne dass der geschiedene Partner davon einen Nutzen hat. Auch die technische Anleitung Luft, mit der die Umweltbelastung durch Schadstoffe abgebaut werden soll, fand die Zustimmung des Bundesrates. Bundeskanzler Kohl und die britische Premierministerin Thatcher halten an der Nulllösung für landgestützte Mittelstreckenraketen in Europa fest. Nach einem fünfstündigen Gespräch in der Nähe von London betonten beide aber, bei den Genfer Abrüstungsverhandlungen dürfe es kein Alles oder Nichts geben. Kohl und Frau Thatcher bekräftigten, dass bei einem Scheitern der Verhandlungen in beiden Ländern atomare Mittelstreckenwaffen stationiert würden. Der amerikanische Vizepräsident Bush hat vor dem UNO-Abrüstungsausschuss in Genf die Sowjetunion aufgefordert, einen eigenen Vorschlag für den Abbau der atomaren Mittelstreckenraketen vorzulegen. Das Nein der Sowjetunion zu dem von den USA vorgeschlagenen Verzicht auf diese Raketen sei zu wenig. Die Vereinigten Staaten seien bereit, jede Initiative zu prüfen, die die amerikanischen Sicherheitsinteressen berücksichtige. Die CSU eröffnet heute mit einem sogenannten kleinen Parteitag die heiße Phase ihres Bundestagswahlkampfes. Auf dem eintägigen Kongress in München werden die 250 Delegierten das gemeinsame Wahlprogramm der Unionsparteien verabschieden. Auf der Tagesordnung stehen außerdem Reden des Parteivorsitzenden Strauß und der vier Bundesminister aus den Reihen der CSU. 10 Medizinstudenten der Universität Würzburg müssen mit schweren Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt werden. Einer von ihnen schwebt in Lebensgefahr. Die Studenten hatten Orangensaft getrunken, in dem das giftige Schwermetall Thallium gefunden wurde. Die Flaschen hatten vor einem Hörsaal gestanden, mit einem Zettel daneben, sich kostenlos zu bedienen. Nach Ansicht der Polizei wurden die Studenten Opfer eines Anschlags. Meldungen vom Sport. Europameisterin im Eiskunstlauf wurde am Abend in Dortmund Katharina Witt aus der DDR. Die 17-Jährige siegte vor der Russin Elena Vodoresova und Claudia Leistner aus Mannheim. In der zweiten Fußball-Bundesliga trennten sich Wattenscheid 09 und Hessen-Kassel mit 4:1. Kickers Offenbach spielte gegen SC Freiburg 3:0. Bei einem Hallenhandball-Länderspiel in Nürnberg unterlag die deutsche Nationalmannschaft gegen Polen mit 19:22 Toren. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Von Nordwesten her Schneefall, der bis zum Abend die Alpen erreicht. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. Das, verehrte Zuschauer, waren die letzten Meldungen. Damit ist das Programm des ZDF beendet. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.